Hello, how are you? Our old lady, Frau Schaefer, is worried about her nephew. He sits over his history books from morning to night, memorizing names and dates. Frau Schaefer has a completely different idea of history. As usual, I'll translate a few sentences for you at the beginning of the story. So look, listen, and you will understand German. Ja, bitte. Das war wirklich einmal ein interessantes Buch. So? Für so etwas kann ich mich richtig begeistern. Die Mosel im Wandel der Jahrhunderte. Antike, Mittelalter, Neuzeit. The Moselle through the changing centuries. Ancient, Middle Ages and modern times. Die Mosel im Wandel der Jahrhunderte. Antike, Mittelalter, Neuzeit. Na ja, schon. Mittelalter, Neuzeit, Mosel. Das ist für mich lebendige Geschichte. Die Menschen hatten immer die gleichen Sorgen und Freuden. For me, that is living history. People always had the same basic cares and pleasures. Das ist für mich lebendige Geschichte. Die Menschen hatten immer die gleichen Sorgen und Freuden. Für solche Bücher habe ich keine Zeit. Ich studiere. Ja, du studierst. Aber was? Namen und Jahreszahlen. Ja, sicher. Mich interessiert aber auch der Alltag der Leute. Aber Tante Luise, das ist doch alles keine Wissenschaft. Ich studiere Geschichte. But Aunt Louise, all that is not scientific. I am studying history. Aber Tante Luise, das ist doch alles keine Wissenschaft. Ich studiere Geschichte. Du studierst Geschichte. Aber wo? Immer nur hier in deinem Zimmer, hinter deinen Büchern. Ja, natürlich. Was soll ich denn sonst tun? Du musst auch mal hinaus. Weg von deinen Büchern. Die Geschichte ist ja noch lebendig. Zum Beispiel hier an der Mosel. Die Mosel. Hm. Kochen an der Mosel. Na ja. Die Mosel. Hm. Burg Elz an der Mosel. Mhm. Zell an der Mosel. Mhm. Die Mosel. Ja, ja. Trier an der Mosel. Aha, die Mosel. Nein, die Porta Nigra. Oh. Porta Nigra, größtes antikes Stadttor, 4. Jahrhundert. 30 Meter hoch, 36 Meter lang, 21 Meter breit. Ach du mit deinen Büchern. Immer nur Namen und Jahreszahlen. Aber Tante Luise, ich studiere doch. Ich studiere doch Geschichte. Ja, Geschichte. Aber Geschichte ist doch lebendig. Zum Beispiel. Diese drei Polizisten dort. Was ist mit denen? Das könnten drei Römer sein. Wie meinst du das? Auch in der Antike standen an dieser Stelle schon Polizisten. Römische Polizisten. Römische Polizisten, wie in der Antike. Wo sind wir hier?
In Trier, an der Mosel. Und was ist das? Das ist die Porta Nigra, größte Stadttor von Trier. 30 Meter hoch, 36 Meter lang, 21 Meter breit. Und was soll ich in Trier? Studieren. Hier kannst du lebendige Geschichte studieren. Mein Fräulein, sind Sie aus Trier? Ja, warum? Entschuldigung, das ist die Porta Nigra, nicht? Ja, das größte Stadttor von Trier. 30 Meter hoch, 36 Meter lang, 21 Meter breit. Freunde, das Leben ist schön. Herr, mein Herr. Freunde, das Leben ist schön. Herr, mein Herr. Freunde, das Leben ist schön. Menschen haben immer die gleichen Freuden und Sorgen. Die Mosel. Burg Eltz an der Mosel. Burg Eltz, Burg Eltz. Aha, also Burg Eltz. Ritterburg aus dem Mittelalter, 11. bis 16. Jahrhundert. Erbaut von Rudolf von Eltz, 1157. Du mit deinen Büchern. Immer nur Namen und Jahreszahlen. Aber Tante Luise, ich studiere doch Geschichte. Geschichte des Mittelalters. Ja, Geschichte, Geschichte, aber Geschichte ist doch lebendig. Zum Beispiel das Mädchen dort oben. Das könnte doch ein Burgfräulein sein. Ein Burgfräulein? Ja, ein Burgfräulein, das seinem Ritter winkt. Wie im Mittelalter. Hallo! Ist das die Burg Eltz? Ja, das ist die Burg Eltz. Erbaut von Rudolf von Eltz, 1157. Ah, danke. Ich komme aus München. Oh, aus München. Kommen Sie herauf. Das Fräulein wartet schon. Mein Burgfräulein wartet. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La 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 la. Halt! Zurück! Hier können Sie nicht drauf! Kann ich nicht schnell mal rauf? Ausnahmsweise? Ausgeschlossen! Hier können Sie nicht herauf! Ich habe Ihnen doch gesagt, das ist ausgeschlossen! La, 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 la. Zurück!
Sind Sie immer in diesem Zimmer? Ja. Ich studiere. Was soll ich denn sonst tun? Sie müssen auch mal hinaus, weg von hier. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön, Roswitha. Jahre 1157. Ist etwas passiert? Nein, nein, gar nichts. Siehst du, Geschichte und Alltag. Die Mosel? Ja, die Mosel. Trittenheim. Mhm. Ist es nicht herrlich hier? Doch, doch. Was liest du denn da? Napoleon an der Mosel. Was? Ein Buch über Kaiser Napoleon hier an der Mosel. Napoleon, Napoleon. Du mit deinen Kaisern, Königen, Kriegen und Schlachten. Ja, aber ich studiere. Ich studiere Geschichte. Mich interessiert mehr der Alltag der Leute. Heute wie damals. Als die Soldaten hier durchzogen. Zum Beispiel die drei dort drüben an dem Stein. Was ist mit denen? Das könnten auch drei Soldaten Napoleons sein. Halt! Wohin? Nach Trier, an der Mosel. Wer sind Sie denn? Wir sind Soldaten des Kaisers. Was machen Sie denn hier? Wir rasten. Und? Wir haben nichts mehr zu trinken. Rein her! Aber schnell! Na, mein Fräulein, was ist denn das? Das ist Wolfgang Schäfer aus München. Er studiert Geschichte. Geben Sie her. Das ist Wolfgang Schäfer aus München. Geben Sie das sofort her! Ah, der Schäfer aus München! Geben das sofort her! Oh. Halt! Zurück! Wir sind Soldaten des Kaisers! Na und? Stein wohl schon alles gesehen hat? Weltgeschichte und Alltag? Ja, die Menschen haben immer ihre Arbeit, ihre Sorgen und Freuden. Thank you.